Willkommen hier am wunderschönen Montag. Montag? Was? Montag. Es ist Montag. Oh, Montag. Ich mag den Montag nicht. Der Tag, wo Wer man mag den schon, ne? schön ausgeschlafen dann wieder in den Arbeitstag startet und ja, dann ist wieder das große Geheule los, wenn man auf Arbeit kommt und dann ist man auf Arbeit und sagt, hey, Kopf hoch. Arbeit macht Spaß, yay. Ja, dann ist Freitag, ne? Und dann denkt man sich, was? Schon vorbei? Echt so, oder? Du sagst es. Ja. Mir hier alles rauskrusten. Ja, da rein. Da rein. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So, das hier, das lassen wir unten. Hier müssen wir jetzt ein bisschen was draus klabütern. Einmal der da. So, müsste eigentlich langen. So größtenteils. Na klasse. Du. Ein Telefon oder wie? Nö. Kann das sein? Das kann ja sein. Stehst du in der Tür, junger Mann? Nee, ich will das nicht. Puh. Was hast du denn jetzt? Ich bin fast runtergefallen. Aber nur fast. Schade. Hallo? Ich darf doch wohl bitten. Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein. Genau. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Eieiei, bekommt man bei mir, wenn man mir zuschaut, einige Schreckmomente. Gerade wenn man mir hier gerade zuschauen. So. Hier habe ich mich auch verbaut. Treppen sind voll mein Ding. Boah, was für ein Skill. So. Eieiei, fängt da schon gut an. Da dachte ich gerade schon. Da schwebe ich dort runter. Ich hatte es schon vor den Augen. Ist schon. Kann ja auch mal hier ein bisschen Musik anmachen. Clement. Da. Bisschen Musik. Ich verspreche euch, wenn wir nach der Folge 300 sind, dann kommt wieder die
normale Playlist. Jetzt spielen wir noch die Paranormale. Hey. Paranormal. Na. Uibu. Paranormale Aktivitäten spielt sich herum. Kennst du Uibu, das Schlossgespenst? Ja, das ist ja noch. Das ist ja noch, sag ich jetzt mal, etwas entspannt zu den ganzen Horrorfilmen, die ich jetzt letztens angeschaut habe. Das ist richtig krass, was da für Szenen sind. Also alle, die jetzt hier zuschauen, ich würde es wahrscheinlich in den Folgen samt auch kennzeichnen. Das schreibe ich mir doch gleich mal auf, dass ich in Folge 281 hier eine FSK 18 reinmache. So. Wenn ich das mache, kann ich eigentlich jetzt alles Mögliche erzählen, ne? Nur nicht über rassistisch, sexuelle und andere Geschichten zu erzählen. Horrorgeschichten. Genau. Darüber wollte ich jetzt eigentlich erzählen. Horrorgeschichten. Passt die Musik eigentlich super dazu? So richtig fröhliche Musik. Aber eigentlich wollte ich euch da jetzt was anderes erzählen. Nämlich. Und eigentlich, genau. Ich habe letztens einen Film angeguckt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennst du den Horrorfilm Der menschliche Tausendfüßler? Nein. Okay. Sowas gucke ich nicht. Du guckst keine Horrorfilme? Nein. Wenn ich dir jetzt den Inhalt erzähle, dann gruselst du dich da, oder? Oder erzähl ich ihn lieber nicht? Das nicht unbedingt. Ich mag's einfach nicht. Okay. Was kennst du denn so für Horrorfilme? Friedhof der Kuscheltiere? Ja. Hab ich zum Beispiel geguckt. War nicht angenehm, die Serie. Kennst du Zorn? Zorn? Zorn. 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 S-A-W. Ja. Da meine ich nicht den Radiocenter. Nein. Gesehen habe ich es nicht, aber der Titel ist mir bekannt. Mit der Puppe. Na, mit den. Ja, Horrorfilme, also die meisten Horrorfilme bauen ja auf mit einer Puppe. Ne? Zurzeit bin ich am Horrorfilme die gucken. Chucky, wa? Chucky habe ich auch geguckt. Genau. Es gibt auch hier ganz viele Horrorfilme, die zurzeit auf Dämonen aufbauen, also so Dämonenbasis. Die sind auch sehr, ich möchte jetzt nicht sagen, schön gestaltet, aber ist schon ein schönes Ambiente. Ich lieg schon mal. Bis zur nächsten Folge, meine lieben Freunde.